So, einen wunderschönen guten Tag. Ja, willkommen zurück, Clicker Heroes Folge 63. Ja, man sieht schon, das wird wahrscheinlich eher nicht so in dem One mit unserem netten Herr Potlatschnittenovignat, wie auch immer der heißt. Das heißt, Augen zu und durch, wir machen Ascension. Tadam. So. Jetzt aber direkt durch ans Werk hier. Badam. Die Sache ist, ich wollte erstmal dafür so lassen, wie das ist. Ne? Wisst ihr ja. Er ist es noch. Ja, lassen wir alles so, wie es ist. So, das heißt, danke dafür. Wir machen uns gleich daran, hier uns Monster zu monsterisieren. Danke dafür. So. Brauchen echt mehr Goldbonusse. Eigentlich könnten wir mal gucken, bei den, dass wir uns doch vielleicht doch noch einholen, und zwar der für Gold. Und zwar nicht hier Gold von Treasure Chest, sondern allgemein Gold. Haben wir hier da einen direkt im Angebot? Nee. Alles irgendwelche Skills. Ernsthaft jetzt? Erhöhe kritische Klickerschaden, weniger Monster. Ah, genau, das hier ist der extrem preiswerte, den ich letztens meinte. Das Ding wäre halt auch noch so, naja. Ah, genau das Ding hier. Das ist der. Accept. So. Den. Ach ja, das ist natürlich auch wieder irgendwo eingeordnet hier. Lassen wir es mal so. Okay. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Weil, wie gesagt, die Frage ist auch hier wieder, wie wird das berechnet? Wird das jetzt hier einfach nur raufgerechnet? Dann würde uns das nämlich absolut gar nichts bringen. Oder sind das getrennte Rechnungen? Heißt also praktisch erstmal Goldwert mal 20.000%. Also, ne? Kennt er ja, mal 200 dann quasi, wollte 2.0 entfernen. Und dann nochmal mal 3,5. Oder ist das mal das plus das? Weil dann würde das, wie gesagt, nichts bringen. Wenn aber erst das mal das gerechnet wird und dann das Ergebnis mal das gerechnet wird, dann bringt er wiederum etwas. Das Problem ist halt, es ist halt hier immer nicht ersichtlich. Man sieht halt immer nie, wie Sachen hier berechnet werden. Es ist absolut intransparent, das gesamte Konstrukt. Ist halt ein bisschen schade. Aber gut, können wir halt erstmal nichts dran ändern. Okay. Also wollen wir hier mal ein bisschen was hier an Helden. So, Lian. Tada. Natalie! Ich habe echt eine gute Frage.
Mal gucken, ich weiß ja nicht, ob man sowas bei Wiki erfährt. Ob hier solche Sachen drinne stehen. So, Tactics and Strategies. This includes. Also, Mammon can incorporate in all strategies, but it should be mentioned that Mammon grants an increase in all gold dwarfs. This includes gold granted by skills, each as gold clicks metal, and gold granted by other as and ihr wisst, was das meint. Genau das da. Was auch immer das heißt. Ach so, ja, das pro Level praktisch immer 5% draufkommt, genau. Die Frage ist, wo wären diese Sachen beschrieben, wie das Ganze berechnet wird? Birgnam Monetär, ja. Krebs, la la la, Engine, Fortuna, Pluto, Treasure Chest, Mothman. Early Gameplay. Late Gameplay, la la la. Gibt's nicht mal, mal Google hier. Clicker. So, Mathematik von Clicker Hero. Mass and Transcendence. Ja, gut, klingt zwar nicht unbedingt nach das, was wir suchen. Das hier klingt schon eher nach dem, was wir suchen. Formulas. Okay. Hero Cost Formular. Hero DPS. Hero DPS Bonus, Hero DPS per Gold. All character level cost use the same multiplier. They also have the same scaling. Ja, achso. Achso, ja. Wie viel das kostet? Monster Gold Drop. This is how much gold you will get on average from killing a monster. Gold Drop is product of Monster Gold 1 plus 9 mal Fortuna Chance Bonus from This is so much killing monster is worth is used to there to make gold. Das war schon? Ja, hier steht zwar, welche Sachen hier mit berücksichtigt werden, aber nicht, wie diese drei Sachen zusammenhängen. Ob sie erst addiert werden, also jetzt als Beispiel hier, ne? Ob sie jetzt hier addiert werden oder jeweils multipliziert werden, denn dann das Ergebnis davon mit dem verknüpft wird, dann das Ergebnis von allen dreien mit ihm verknüpft wird. Oder halt. Das ist echt, naja, na gut. Vergeben und vergessen. Das kann heiter werden. So, Vollbild. Danke dafür. Okay, runter. Danke, 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 danke. Danke. Weil ich bin der Meinung, dass die Sachen separat betrachtet werden. Heißt also, dass praktisch erst der Wert hiermit multipliziert wird und dann der Gesamtwert hiermit multipliziert wird. Weil ansonsten macht er halt einfach überhaupt keinen Sinn. Also doch, sind schon, und zwar für die, die halt nicht idlen. Aber für die Leute, die halt auch idlen, für die würde das dann halt kaum noch Sinn machen. Weil er halt einfach unlängst weniger bringt als er. So, das heißt, wenn ich den bis Level 150 liefere, hat er gerade mal na, knapp 1000%, also das Zehnfache. Ja gut, dann lasse ich den ersten Buch erstmal sowieso. Was ist hier los? Achso, ein bisschen Gold.
Gut, können wir gleich vielleicht bald mal gebrauchen, wenn wir dann wieder relativ hoch sind mit den Leveln. So, 100 Level, 100 Level. Der braucht noch ein bisschen. Oder auch nicht. %600.000 plus. Das gefällt mir. So, mal gucken, wie viel wir jetzt hier haben. Ach, 30.000 bis zum nächsten. Das kriegen wir locker hin. Gut, das heißt nämlich, ich werde nämlich jetzt dann, ich weiß nicht, ob wir uns das tatsächlich damit aufhalten sollten, in Anführungszeichen, dass wir versuchen, hier an den Typen ranzukommen. Oder ob wir einfach bei ihm halt erstmal bleiben und einfach dafür ein paar Ascensions jetzt einfach durchballern. Einfach immer wieder ascenden. In der Hoffnung oder in der, ja, mit dem Hintergrundgedanken, dass wir dann hoffentlich hier endlich mal relativ schnell auf die 20 kommen. Es fehlen ja bloß noch 6, ne? Das heißt, im besten Fall noch 6 Ascensions, wenn die wirklich immer weiter, wenn die so weit schön weiter steigen. Ja, das wäre natürlich geil. Da könnte man nämlich jetzt dann schon in einigen, also in wenigen Tagen bereits die Transcension machen. Also, naja, in wenigen Tagen, also in ein paar Folgen schon die Transcension machen. Weil ganz ehrlich, wir hängen uns halt hier tatsächlich langsam, aber sicher ein bisschen auf, dabei an den nächsten Monster ranzukommen. Die sind halt noch zu kostspielig. Und ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie gedeichselt bekommen. Level 140. Nice, nice. Ja, komm mal, Wakamaru lohnt sich halt leider noch nicht. Dafür haben wir heute noch viel zu wenig Hero Souls. Von daher bleiben wir halt erstmal auf diesen 10 Monster pro Ebene hängen. Weil, ja, komm mal, Wakamaru ist halt genauso wie er. Der wird extrem schnell, extrem teuer. Und das können wir uns halt noch nicht leisten. Leider. Ich bin unviel gewillt, hier was reinzusetzen. Aber ich habe halt keinen Plan, ob und wenn ja, wie viel das bringt. Und das würde halt erstmal gleich 10.000 kosten, ne? Na gut, ich sag mal so, ich lasse ihn jetzt erstmal hier auf 250.000, 250%. Und bei der nächsten Ascension, da dürfen wir dann so viele Hero Souls bekommen, dass dann diese 10.000 kein Problem mehr darstellen. Und dann setze ich den hier bei der nächsten Extension einfach mal hoch auf Level 150. Und spätestens bei der übernächsten Extension, wenn wir dann nochmal wesentlich mehr Hero Souls bekommen, werde ich dann versuchen, tatsächlich hier die ganzen. Die muss ich auch noch hochsetzen auf 150. Ja, praktisch ihn hier und die vier alle auf Level 200 zu setzen. Damit ich dann langsam aber sicher mal unsere Grundbasis anhebe, in der Hoffnung, dass wir damit dann halt immer weiterkommen. Weil wir müssen uns halt irgendwie steigern, definitiv. Ich werde auch ihn dann irgendwann auf Level 100 setzen. Wir müssen uns halt steigern, weil wie gesagt, von jeder Soul zu jeder Ascension Soul wird's halt immer, brauchen wir halt immer mehr.
Heroes Souls. Das heißt, wir müssen halt tatsächlich, wir können jetzt nicht auf dem Level, dass wir bis in Level 900 kommen, bleiben, sondern wir müssen halt immer noch weiter steigern. Und gerade wenn der Sprung von unserem geliebten Terra oder unserer geliebten Terra, keine Ahnung mehr, ob sie irgendwo oder Mädchen ist, zu dem Gehopfe hier, wenn der Sprung halt so groß ist, dann müssen wir da definitiv noch ein bisschen was an unseren Engines rumdoktoren, damit wir da aus dem Pushen kommen. Weil so sieht es halt wirklich erstmal relativ gut aus. Ich meine, wie gesagt, uns fehlen gerade mal noch 6 Hero Souls. Das rockt eigentlich tatsächlich schon. Aber es rockt mir halt noch nicht gut genug. Beziehungsweise, wir können, also rein technisch gesehen, ich warte tatsächlich so lange, bis wir hier 19 haben. Nicht 20, sondern 19. Weil, wenn wir transzenden, können wir auch sagen, die alten möchten wir bitte einschmelzen. Und dann bekommen wir 11 zurück, weil wir nämlich ihn hier ja testhalber mal ein Level gegeben haben, was komplett umsonst ist. Das heißt, wir brauchen nur 19, damit wir dann 19 plus 11 sind fertig 30. Und damit können wir dann ihn wieder auf Level 15 hochleveln und ihn wieder auch auf Level 15 hochleveln. Weil, anders als hier, wenn man hier sagt, alle einschmelzen, dann bekommt man weniger Hero Souls, als man reingesteckt hat. Das heißt, man hat ein Verlustgeschäft. Das ist allerdings bei denen hier nicht der Fall. Hier bekommt man wirklich alles das zurück, was man reingesteckt hat. Heißt also, man hat dabei keinen Verlust. Hier kann man sich also quasi immer wieder austoben, so lange, bis man denkt, ja, das läuft gut. Heißt also quasi, wir können jetzt zum Beispiel einfach sagen, na gut, also austoben natürlich nur dann, wenn man noch nicht allzu weit in der Transcension ist, weil man transzendet dabei natürlich jedes Mal. Heißt also, es würde natürlich dann alles verloren gehen. Aber eben, man kann halt zum Beispiel sagen, am Anfang, gut, ich transzende jetzt, mache irgendwas und merke aber direkt, das funktioniert so nicht. Da kann man halt einfach nochmal transzenden. Weil der große Vorteil ist ja, man braucht zwar zum ersten Mal transzenden, braucht man wie gesagt Level 300, aber danach halt nicht mehr. Du kannst also quasi beliebig oft hintereinander transzenden. Ist halt in dem Sinne cool, dass du dich halt wirklich austoben kannst und gucken kannst, was halt wirklich der, die das Effektivste ist. Vor allem hier in dem Spiel, weil hier ja alles offen ist. Ne, hier ist ja alles ein bisschen anders, als ich es von meiner mobilen Welt gewohnt bin. Von daher muss ich sowieso immer mal ein bisschen gucken, dass ich da. Ja. Aber ich denke mal, so wie wir es machen, ist es schon ganz okay. Weil, wie gesagt, die mittleren hier, die bringen halt alle, also die mittleren drei, die bringen halt nichts. Gefühlt gar nichts. Und von daher ist halt für uns nur der hier interessant und der interessant. Und damit wäre für uns wirklich bloß die Frage, wie wir zwischen den beiden das Verhältnis entscheiden. Aber da bin ich ganz ehrlich, wenn wir beide gleich hochleveln, sollte das passen. Weil er hat halt, je höher er hochgelevelt ist, desto mehr Hero Souls bekommen war und je höher er hochgelevelt ist, desto weiter kommen wir in den Level. Von daher ist beides letztendlich gleich wichtig. Also können wir jetzt hier auch gleich leveln. Das macht dann in dem Sinne tatsächlich nicht wirklich oder es bringt nicht wirklich was, nur einen von den beiden extrem hoch zu leveln. Weil wenn wir halt hier nur hochleveln zum Beispiel, dann kommen wir zwar in den Leveln sehr weit, bekommen aber keine Hero Souls mehr. Das heißt, es bringt uns nichts mehr, dass wir so weit leveln, weil wir mit dem extrem weiter leveln gerade mal so viel Hero Souls bekommen, wie wir davor mit den niedrigen Leveln geschafft hatten. Andersrum, wenn wir halt nur ihn leveln, dann bekommen wir zwar in den unteren Leveln sehr viele Hero Souls, bleiben aber auch in den unteren Leveln, weil wir halt nicht mehr weiterkommen, weil uns der Idle Bonus fehlt. Also nicht fehlt, aber der halt wesentlich schwächer ist. Deswegen würde ich halt das an sich schon lassen, würde aber bei der nächsten Transcension trotzdem alle einschmelzen, um halt hier das Ding wieder frei zu bekommen. Das wäre schon ganz lieb, weil das hat er gar nicht gebracht. Das war ja komplett Humbug. So, jetzt kommst du. Alter, wir haben immer noch Insta-Kill.
Na gut, werden wir wahrscheinlich auch mindestens bis Level 500 haben. Also, ne? Dauert noch ein bisschen, bis wir hier wieder an irgendwelche Grenzen kommen. Vor allem mit dem Autofinger, da kann ich auch nicht mal da kann ich auch nicht vergessen, hier zu klicken, sondern der klickt ja automatisch. Von daher klickt er da immer schön brav bis zum bitteren Ende. So. Ja, wieder 900. Woohoo, Hardcore. So, hier hat sich noch nichts ergeben. Schade eigentlich. Normalerweise bekommen wir doch so immer um Level 100, kriegen wir doch hier mal ein so ein Ding. Aber gut. Denn in dieser Ascension will ich scheinbar nicht. Danke dafür. Ich hasse dich. Arschloch, geh sterben. I will eat your fucking baby. So. Hey, egal. Tja, vielleicht erreichen wir dieser Transcension, Ascension, vielleicht sogar schon Level 1000. Ich meine, sind ja bloß noch 60 Level, ne? Und mit dem ordentlichen Boost, das wir jetzt gerade bekommen haben, ne? Könnte es durchaus der Fall sein. Ich meine, wir haben jetzt vierfach so viele Hero Souls wie in der letzten Ascension. Das könnte durchaus für ein paar Dutzend Level reichen. Ja. Vor allem, wenn wir es jetzt in der Ascension wirklich schaffen sollten. Wie gesagt, ich werde nicht allzu stark versuchen. Ich werde einfach versuchen, ihn zu erreichen. Wenn es aber absolut nicht geht, also wenn ich merke, ich bleibe wieder irgendwo auf E80 hängen, oder sogar schon weit davor, dann lasse ich es so. Dann mache ich einfach noch eine Ascension. Aber wenn wir jetzt wirklich bis E83 oder so kommen sollten, dann fehlen ja bloß noch Faktor 100. Und das könnte dann tatsächlich was werden. Da lohnt es sich dann auch tatsächlich ein bisschen zu warten. Aber eben, das muss ich dann entscheiden, wenn wir soweit sind. Weil, ja, man merkt ja, auf etwas spekulieren ist tatsächlich immer so eine Sache, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. So, jetzt warten wir mal ein bisschen kurz, bis wir uns hier die Dinger da kaufen können. Können wir dir jetzt ein paar Kisten kommen? Geht doch. Danke, danke, danke. Und ja, Finger hier raufsetzen geht leider nicht. Das geht jetzt in den späteren Versionen. Von daher müssen wir hier entweder mal manuell raufdrücken oder aber halt den Finger kurz weglassen, damit wir manuell mal raufklicken können. Ist leider so. Aber gut. Ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Ich meine, eigentlich bräuchten wir bis jetzt zumindest die Dinger hier noch gar nicht. Einfach weil wir hier immer noch rumrennen. Aber spätestens, wenn wir dann so in die Ebene von Level 500 kommen, müssten wir dann doch schon mal hier die ganzen Skills aktivieren. Weil wir sie dann tatsächlich bis dahin dann auf jeden Fall brauchen werden. Um immer noch so flüssig durchzuflutschen. Oh, Level 300 und schon 1500 Hero Souls. Keine Ahnung mehr. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie weit wir da normalerweise sind. Ich weiß nur, dass wir bis Level 600 auf jeden Fall schon 10.000 haben müssten. Werden wir gleich sehen. Also jetzt brauche ich mittlerweile schon eine halbe Stunde alleine hier fürs Durch. Ja. Instakillen. Tja, und jetzt wisst ihr auch, wie gesagt, wie es immer bei meiner Tablet-Version ist, wenn ich da ist, sende. Wie gesagt, ich bin ja jetzt mittlerweile wieder Level 4800. Knapp, also ich stehe knapp davor. Immer noch, leider. Wegen dem kleinen Malheur letztens, wo er mir ja meinen Speicherstand zurückgesetzt hat. Danke dafür. Außerdem habe ich jetzt vor kurzem erst gesendet. Mal ganz kurz gucken. Mein höchstes Level, wo ist Statistik? Da. Ja. Level 4774, also 4774. Kann man schon spiegeln, wie man will. Heißt also, stehen mittlerweile wieder ganz kurz vor Level 4800. Es wird also langsam was. Und bekommen mit dieser Ascension schon 1E15 Hero Souls. Also weit mehr als wir hier haben. Weit mehr als wir hier im Let's Play jemals haben werden. Das garantiere ich. So, die nächste müsste ab Level 100 kommen. Dann warten wir mal bis Level 100 und ach komm her. Hör auf. Genau, Level 100. So, oh, es sind da bloß noch vier Level. Los, jetzt noch ein paar Schatzkisten hier. Los! Ist Atlas schon der letzte? Nee, Peter kommt ja noch, ne? Terra. Kommt schon auf Peter. Ja klar, wegen Petabyte, Terabyte, schon klar. Atlas Byte.
So, 1, 2, 3, 4, bam. Danke für Ihre Wartezeit. So, dann setzen wir den mal hier auf ein schönes Level, was doch schön aussieht. Easy. So. Level 350er. Wisst ihr was? Oh. Mann, ist ja teuer. Ich wollte hier gerade alle auf Level 1000 setzen, aber das geht erst, wenn wir ein bisschen weiter sind schon. Jetzt mit Level 300 kriegen wir den hier noch nicht auf Level 1000. Das ist noch in ferner Zukunft. Wobei, wir müssen eigentlich bloß ein bisschen idlen, ne? Ja doch, wir müssen bloß ein bisschen idlen. Achso, nee, halt. Ja, Schwachsinn, alles gut. Wir müssen ein bisschen idlen, um auf Level 500 zu kommen, ja. Aber bis Level 1000 ist ja dann nochmal ein bisschen, ne? Dauert also noch ein bisschen. Na gut. Kann ich die ganzen Zeile nicht schön machen. Was ich auch mal mache, ist wieder unseren armen Hobby, unsere Mumie, auf Level 200 setzen, damit wir hier das Ding schon mal haben. Und alles andere ist eigentlich so komplett irrelevant. Komplett schwachmatig. Aber ich weiß nicht, das hier bringt kritischen Klickschaden, haben wir nicht. Kritischen Klickschaden haben wir nicht. Klickschaden haben wir nicht. Sein Eigenschaden bringt uns nichts. Eigenschaden bringt uns auch nichts. Ja, von daher ist das alles relativ irrelevant. Wer da was hat. Der einzige, der dann später kommt, der nochmal Skills über Level 100 hat, sind denn die Viecher ab ihn hier. Also den ich gerade habe zum Beispiel, der letzte, der hat auch wieder Skills ab Level, also über Level 100. Und zwar hat er einmal ein Skill Level 10, Level 25, Level 1500 und Level 2000. Also da ist ein ganz schöner Sprung denn drin. Und ab die hier, die haben wir sowieso dann extrem andere. Also die haben ganz andere Werte. Da gilt das mit den 10, 25, 50 und 100. Beziehungsweise 10, 25, 50, 75, 100 gilt hier dann nicht mehr. So. Oh, endlich haben wir hier so ein Ding bekommen. Und was bringt uns das? Mama, 5 Level. Wow. Das bringt so wenig, das ist schon traurig. Na gut. Haben wir schon wieder 280? Kann ich irgendwo einsetzen? Nein, ist alles teuer. Hier könnte ich das einsetzen, was würde das bringen? Ja gut, Juggernaut. Ne, jetzt ist ja alles eher so, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Er ist zu teuer und er gerade auch. Ja, gut. Müssen wir erst noch ein bisschen sparen. Langsam werden unsere Dinger hier, unsere, was ist das mal, wie heißen die? Antik? Ne. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Gilt's, ne? Nein. Nicht komplett raus. Wer hieß denn die Dinger? Na, auf jeden Fall sind die Dinger hier, wie auch immer die jetzt heißen, werden halt langsam extrem teuer. Müssen wir also immer mal ein bisschen länger sparen, bis wir da sinnvoll weiter leveln können. So, ungefähr. So, Level 55 ist ja der große Sprung. Dauert noch ein bisschen. Oh, wir hatten gerade die 400er Boss. Halt. Ja gut, okay. Würden wir eh nicht sehen, weil wir immer noch im Insta-Kill-Modus sind. Ja, da haben wir gerade ganz kurz gesehen. Obwohl, wenn ich hier so... Ah ja, so sieht man es vielleicht doch. Bam. Jawoll. Habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, den Typen? Ja, der sieht aus wie das, was ich morgens im Frühstück esse. Einfach so frisch aus dem Meer geangelt. Lecker. Also schön transparent, Alter. Boah. So.
ist richtig schön die Fische, wo man noch die Gedärme drin sieht. Wobei man ja, indem er andere Fische gesehen hat, war wahrscheinlich mal sein Frühstück. Keine Ahnung. Oder er war gerade am Ausbrüten. Kann natürlich auch sein. Na komm, gib mir den Eidelbonus wieder. Kann ich nicht so lange dauern. Mit den Kindern. Wo kommen wir denn, wenn es weitergeht hier? Lalalala. Eidelbonus. Eidelbonus. Hallo? Ah, geht doch. Ich wollte gerade fragen, wie lange dauert eine Minute? So, hier haben wir gerade mal 85, also gerade mal 3% zum letzten gucken. Weiß ich gar nicht mehr. Naja, World Strongest, also der Weltstärkste mit 1,55, eigentlich noch lange nicht. Ich meine, es gibt schon zig Millionen Spieler, die schon weit Level Millionen sind. Also würde ich das hiermit eigentlich auch eher so in die Richtung anordnen. Aber wahrscheinlich kommt das Achievement noch aus einer Zeit, weil Clicker Hero war ja nicht immer Clicker Hero, wie wir es jetzt kennen, sondern hat sich natürlich auch entwickelt. Und am Anfang gab es, glaube ich, nur so um die 2.000 oder 3.000 Level, also Ebenen. Und da hätte das dann schon hingehauen. Weil eben, da kam dann viel später nicht viel mehr dazu. Aber mittlerweile ist es ja quasi, ja, gibt es ja weit über 1 Million Level. Also es gibt viele Millionen Ebenen. Kann sogar sein, dass es ein paar Milliarden gibt. Da gibt es irgendwie auch keine Quellen. Also ich wüsste nicht, wie viele Levels es jetzt gerade aktuell gibt und ich wüsste auch nicht, wo ich danach suchen soll. Weil die Quellen, die ich kenne, die Wikis, wo wir immer mal reinschauen, da steht es auch nicht drin. Da steht nur bei den Patch Notes, dass es jetzt halt neue Ebenen gibt, die dazugekommen sind. Kann man ja auch hier lesen. News. Da. Ach ja, ist ja. Ach Gott, wir spielen ja hier mit der alten Version. Ich schon wieder. Ja. Auf jeden Fall steht halt in diesen Patch Notes immer drin, was in der Version dazugekommen ist. Und in der letzten Patch Note von der Version 1.11, da steht das nur drin: Level. Wow. Nicht wie viele Level oder um wie viele Level, also entweder auf wie viele Level aufgestockt wurde oder um wie viele Level aufgestockt wurde. Da steht einfach nur drin: Level. Ja, sehr detailliert. Aber gut, ich denke mal, die Entwickler wollen dann einfach im Schweigen erhöhen, um so ein bisschen so das herauszukitzeln, dass man sich selber eine Strategie entwickeln muss und sich selbst probieren muss. Quasi. Und wenn man alle Formeln kennen würde, dann könnte ja einfach irgendjemand eine große Theorie aufstellen, die mit diesen Formeln quasi unterlegen und dann würde jeder Spieler nur noch im Wiki nachschauen und diese Strategie benutzen. Ich meine, die gibt es mittlerweile sowieso. Es gibt schon vorgefertigte Strategien für alles Mögliche, aber ganz ehrlich, habe ich nie nachgeschaut, werde ich nie nachschauen. Ich schieße es lieber meinen eigenen Kopf durch. Auch wenn mich das bei der Version nicht gerade irgendwie um den Kragen bringt, weil wir kommen hier so ziemlich, naja, nicht wirklich gut aus den Potten. Aber gut. Mindestens bei der aktuellen Version, bei der Flash-Game-Version wollte ich gerade sagen, aber das ist hier Flash. Nee, bei der mobilen Version. Da klappt meine Strategie ganz cool. Und hier wüsste ich nicht, was wir anders machen sollten. Weil es gibt halt nur zwei Stellschrauben. Einmal die Stellschraube, die haben wir schon auf Level 5. Und einmal die Stellschraube, die haben wir auch schon auf Level 80. Also. Wie willst du bitte schon mehr an mehr Hero Souls kommen? Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Außer vielleicht noch die Chance auf Primal Bosses zu erhöhen, das geht auch. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon ein Viertel. Also jeder vierte Boss ist ein Primal Boss. Das heißt, egal wie wir das erhöhen, wir kommen maximal, dass jeder Boss ein Primal Boss ist. Das wäre also das Vierfache. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu verleitet, dass wir von dem Status hier auf meinen Status kommen. Das bezweifle ich dann doch eher. Ich schätze halt einfach mal wirklich, dass das hier noch eine Version war, wo das Ganze halt noch ein bisschen stärker limitiert war. Ja. Muss man halt mit leben.
So, jetzt setzen wir den mal hier auf ein schönes, sauberes Level. Okay. Ah, langsam kommen wir nämlich aus der Instacliff-Phase raus. Aua, das war gerade mein Knie. Schön vom Mikrofon, hat man bestimmt schön laut gehört. So. Ja komm, hier minimieren brauchen wir nicht mehr. Alles Dreck. Raum uns bloß die Arbeitsplätze. So. Ja, ich schicke den auch mal auf Level 400. Atlas müssen wir, glaube ich, höher leveln. Den brauchen wir auf mindestens Level 450. Was war denn das? Um Terra zu bekommen, musste der Level 450 sein, ne? Ich glaube ja. I have no idea. So. Sehr schön. Level 500 und knapp 6000 Tibos Holz. Klingt gut. Wie gesagt, bei Level 600 hatten wir so ungefähr 10.000 Tibos Holz. Und das dürfte hinkommen. Das müsste klappen. Gut, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich jetzt an der Stelle auch. Und dann sehen wir uns heute Abend dann wieder. Vielleicht mit E83, damit wir uns direkt Terra kaufen können. Ich glaube es eher nicht. Aber zur Not später, zur Not dann halt so nichts Ascension. Ja. In dem Sinne, schau mit V.